Mailchimp Fußzeile. Da beißt man sich gerne die Zähne aus. Mein Name ist Birmin Lehner. Ich habe hier meinen Newsletter soweit fertiggestellt. Ich scrolle nach unten und bin nun hier bei der Fußzeile angelangt und bin ein bisschen verwirrt. Was soll das alles? Ich gehe schön der Reihe nach. Als erstes würde ich die Fußzeile optisch von den anderen Blöcken hier oben trennen. Ich würde den Hintergrund ein bisschen grau machen. Ich habe hier Style. Ich bin ja jetzt gerade beim sogenannten Footer. Wenn ich hier auf Style gehe, kann ich aber nur die Schrift ändern. Aber ich will ja den Hintergrund ändern. Wo finde ich das? Klicken Sie hier auf Save and Close. Und hier habe ich alle Blöcke und ich habe den Style. Bei diesem Style hier habe ich den Footer bereits grundsätzlich gesteuert. Ich gehe da nochmals drauf und kann hier den Hintergrund regeln. Ich regle doch gerade den Hintergrund von weiß auf, also irgendwie ein Grau, vielleicht so. Auch hier habe ich den Footer-Text, also ich habe das hier grundsätzlich bereits gesteuert. Ich speichere das nun einmal. Also ich habe das hier grundsätzlich eingestellt. Wenn ich auf den Block selber klicke und hier auf Style gehe, kann ich ja schon wieder die Schrift bestimmen. Diese Schrift hier überschreibt aber das vorherige. Also das ist nicht grundsätzlich, sondern das überschreibt das vorherige. Aber hier kann ich leider den Hintergrund nicht mehr regeln. Gehen wir zum Inhalt. Also ich wechsle hier zu Content und ich schaue mir das einmal an. All das hier, das soll nachher so aussehen. Legen wir los. Also schauen wir uns das ganze Zeug einmal an. Es ist nicht so praktisch eingerichtet, aber wir kriegen's hin. Also all das hier. Wo findet man das? Hier das Copyright, dann kommt hier Programmiercode eingeklemmt zwischen Stern Strich, Current Year, also das aktuelle Jahr, Strich Stern. Lassen Sie das, denn das ruft immer das aktuelle Jahr ab. Dann List Company. Wo ist denn meine Company? Also wo ist meine Firma? Und jetzt lasse ich das mal hier so. Ich habe hier oben Mailchimp bereits doppelt geöffnet, aber ich zeige nun langsam, wo das eingestellt ist. Also all dieser Programmiercode holt Informationen von einem bestimmten Ort, wo ich das bereits grundsätzlich eingetragen habe. Ich gehe hier zum Chimp. Beim Chimp zu Audience. Und bei Audience zu alle Kontakte. Hier hat es wiederum eine Navigationsleiste. Gehen Sie zu Settings und bei Settings zu Required E-Mail Footer Content, also benötigte Fußzeilenelemente. Hier bei Audience Settings finden Sie ein bisschen weiter unten die Angabe Company. Organisation und da habe ich mal Kulturforum eingetragen und immer wenn ich einen neuen Newsletter mache, dann ruft es automatisch hier die Firma oder die Organisation ab. Dann muss ich mich also nicht dauernd darum kümmern. Ich gehe da wieder zurück. Also die Company lasse ich so, das ist ziemlich praktisch. Gehen wir weiter. All rights reserved. Das nehme ich weg, denn ich habe ja hier vorne schon ein Copyright, dann brauche ich nicht noch alle Rechte und so weiter. Ich lösche das und ich lösche das auch mit dem Komma, das muss auch noch weg. Achtung, den Stern und den Strich, den braucht es. Dann, hier steht Archivpage. Das habe ich nicht, das lösche ich und zwar von Stern bis Stern, brauche ich nicht. Delete. Jetzt steht hier nur noch List Description. Description, wo ist die versteckt? Die würde ich so lassen, also die Beschreibung. Ich wechsle zurück zu den Einstellungen hier. Wir waren hier vorhin schon drin bei den Settings. Und hier steht ein bisschen versteckt
Erinnern Sie die Leute, warum Sie diese Mail erhalten. Das ist ein bisschen knapp bemessen mit dem Platz, aber man kann hier das ein bisschen größer zupfen und da würde ich hineinschreiben und die Leute daran erinnern, warum Sie denn diese Mail erhalten. Da würde ich etwas Nettes hineinschreiben. Sie erhalten diesen Newsletter ausschließlich und so weiter mit Ihrem Einverständnis und selbstverständlich können Sie sich jederzeit abmelden. Also, wenn das hier drin steht, dann ruft der Newsletter mit diesem Befehl hier diese Information immer ab. Gehen wir weiter. Unsere Mailing-Adresse ist, das würde ich natürlich in Deutsch schreiben, da würde ich schreiben, unsere Adresse, fett, das lasse ich mal so, den Doppelpunkt lasse ich weg. Und hier steht, irgendein Programmiercode, lassen Sie den, denn dieser Programmiercode ruft Folgendes ab. Ich gehe wieder zurück zu den Settings. Wir waren hier vorhin schon drin. Ich gehe danach weiter unten und das ist dann die Adresse. Was ruft es hier ab? Es ruft wieder ab die Organisation, also wiederum Kulturforum, meinen Namen nicht, die Mailadresse auch nicht, aber das hier die Adresse. Die Ortschaft, die Postleitzahl und ja, noch das Land. Leider kann ich das nicht ändern. Ist schade, lassen wir es drin, denn es ist ja unwahrscheinlich, dass da irgendjemand aus Tansania zu uns an einen Kulturanlass kommt. Naja, ich bin wieder zurück. Wir gehen weiter. Da steht, want to change und so weiter. Das möchte ich natürlich gerne auf Deutsch schreiben, denn es können nicht alle Englisch. Also schreibe ich hier hinein. Ich möchte keine solchen Mails mehr erhalten. Wir gehen weiter. You can update your preference. Das nehme ich weg. All das lösche ich. Delete. Achtung, diesen blauen Link lassen Sie den. Das ist wiederum ein Automatismus, denn hier, und das muss hier drin stehen, können sich die Leute von der Liste abmelden. Das ist obligatorisch, das muss bei jedem Newsletter immer drin stehen. Den Punkt nehme ich da zwar weg. Natürlich kann ich das in Deutsch schreiben. Ich stelle den Cursor hier mitten hinein, dann übernimmt es auch den Link und ich schreibe hier von der Mailingliste entfernen. Das lösche ich jetzt. Jawohl. Und auch das vor dem von, dann bleibt nämlich der Link dahinter erhalten und wenn ich mir den Link mal anschaue, dann sieht der so aus. Ich klicke hier oben auf das Link-Symbol, auf diese Kette und ich sehe, da ist auch Programmiercode hinterlegt. Cancel oder eben Insert, das kommt nicht darauf an. Also das ist der wirkliche Code dahinter und hier unten. Hinter diesem Link steckt das kleine Symbol, dieser kleine Affe. Weil ich Mailchimp gratis verwende, ist der immer eingeblendet. Ich kann nur sagen, ob das ein weißer oder ein dunkler Affe ist. Aber wo kann ich das bestimmen? Ich sage mal Save and Close, also speichern und schließen. Hier beim Footer ist es leider nicht. Man sucht das lange. Es ist hier beim Referral Badge. Also das ist der Badge. Ich klicke hier drauf und ich kann hier wählen, ist es diese Version oder die dunkle Version. Das ist das Einzige, was ich wählen kann. Und wenn ich bezahle, dann geht's vermutlich auch ohne diesen Chimp. Save and Close. Jetzt will ich mir das Ding ja noch ansehen, also gehe ich zu Preview, Vorschau, Enter Preview Mode und zuunterst. Perfekt. Ja, da ist noch etwas. Add us to your address book. Das hatten wir gar nie. Also das kann ich gar nicht entfernen. Hier kann man draufklicken und dann kriegt man eine Visitenkarte, wo man diese Adresse im eigenen Adressbuch speichern kann. Ist nicht so wichtig, aber ich kann es auch nicht entfernen. Aber wer hier draufklickt einmal, der ist dann weg von dieser Mailingliste. Das war's.